So, da wir wieder bei Standard Showdown sind, beziehungsweise Promo-Packs, kommt diesmal nochmal ein Front of the Drain Promo-Pack. Ich habe noch eins gefunden. Und, na komm, geh auf. Die sind ja relativ speziell, weil die haben ja dann auf einmal einen Token drin. In diesem Fall ein Zwerg und hinten drauf der Token. Ein Mizium-Panzer, 3-Mana, 3-2, verursacht Trampelschaden. Und immer wenn man einen Nicht-Kreaturen-Zauberspruch wirkt, kriegt der +1/+1 und wird zu einer Fakt-Kreatur mit Bemannen 1. Sehr starke Karte. Ich denke auch tatsächlich, dass der sehr gut gespielt werden könnte. Spielt aber leider aktiv keiner. Ich weiß nicht warum. Kenneths Verwandlung. 2 Mana verzaubert eine Kreatur. Wenn es ins Spiel kommt, zieht ihr eine Karte. Und die verzauberte Kreatur wird zum Hirsch mit 3-3. Jo, ist nichts Besonderes. Zum Mizium-Panzer, by the way. Ich habe das in Bologna, letztes Jahr einen Legacy-Spieler gesehen, der damit gespielt hat. Auch gar nicht mal so erfolgreich. Deshalb, ich denke, der hat Potenzial. Kenneths Verwandlung gegen nicht. Und glücklich bis ans Ende. 3 Mana Verzauberung. Wenn es ins Spiel kommt, erhält jeder Spieler 5 Lebenspunkte dazu und er zieht eine Karte. Okay. Zu Beginn deines Versorgungssegments und falls bleibende Karten, die du kontrollierst, gemeinsam 5 Farben haben, bleibende Karten, die du kontrollierst und oder Karten, die sich in Friedhöfen befinden, gemeinsam 6 oder mehr Kreaturentypen haben und deine Lebenspunkteanzahl größer oder gleich deiner Startlebenspunkte ist, gewinnst du die Pass. Nee. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Alexei. Ciao, ciao.